So, und damit herzlich willkommen zurück. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich nichts, was beschreibt, was passiert, wenn man den Ring zu früh holt. Dementsprechend, ich fürchte, wir würden dann extrem viele Quests überspringen. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, die Questsachen hier rauszunehmen. Ich bin noch am Überlegen, das werdet ihr dann wohl schon festgestellt haben, wenn diese Folge rauskommt, ob ich die Sequenz tatsächlich rausschneide und ja, wir entsprechend das Ganze halt später dann eh nochmal sehen, aber damit nichts vorwegnehmen. Ne, also ich schau mal, dass wir. Oh, schön was über drüber. Na gut. Das war aber irgendwie auch nicht das, was ich gesucht habe, irgendwie, ne? Also, so gar nicht. Direkt in der Nähe von Nohleth. Ich glaube, ich spinne. Aber ich glaube, wir sind eh schon viel zu weit für Nohleth. Das müsste westlich von wo es gewesen sein, aber. Tja. Das ist, ja gut, westlich ist halt der ganze Bereich hier. Das ist die Frage, laufe ich nochmal zurück oder. Ja. Ich bin gerade selbst so ein bisschen perplex, dass man in die Höhle schon reinkommt, bevor man überhaupt die Hauptquest angefangen hat. Wir haben ja bei den Klingen noch gar nichts gemacht, die eigentlich die Hauptquests triggern. Aber gut. Irgendwie. Ja. Ich bin verwirrt. Zwar ordentlich verwirrt. Gut, wir haben einen anderen Quest. Und zwar suchen wir die Ruinen von Nuhleth. Und die soll irgendwo westlich hier sein. So. Ist die große Frage, wo? Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen zurück. Ich bin mir. Oh, Hilfe. Ich bin mir echt ein bisschen unsicher. Vielleicht ist sie sogar hier in der Nähe. Ich speichere nochmal. Wollen wir jetzt hier runtergehen? Da ist das Lager. Westlich. Ne? Eigentlich müsste es schon hier irgendwo sein. Also ich würde sagen, es müsste hier, weil hier in der Region, das ist ja nur Grasland, da dürfte das eigentlich nicht sein. Da unten ist irgendjemand. Okay, gehen wir mal hin. Okay, die sind uns nicht freundlich gesinnt. Uah. Au. Ey. Stirb, Abschaum. Gut, das ging jetzt schnell. Du hast nichts Interessantes. Du hast nichts Interessantes. Und du hast auch nichts Interessantes. Habt ihr. Ja, gut, 50 Drachen. Wow, wir sind reich. Ich habe natürlich die Orientierung vollkommen verloren. Probieren wir einfach mal hier weiterzulaufen. Irgendwie. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal ein Stückchen weiter runter und gehe wieder zurück. Und schau mal so, ob wir es so finden. Irgendwo westlich. Also manchmal könnten sie sich mit den. Wegbeschreibung echt ein bisschen mehr Mühe geben. Hier irgendwas? Nur irgendetwas, das uns angreift. Super. Ach. Jetzt nicht mehr. Problem gelöst. Wundervoll. Ich gehe mal kurz.
Oh, Verzauberung. Level 17. Yay. Ja, also wie man sieht, man levelt tatsächlich auch, wenn man nur verzauberte Gegenstände nutzt. Ist ganz angenehm. Auch wenn deutlich langsamer natürlich. Schauen wir mal hier. Um das Steinchen drumherum. Uiuiui, geht's hier steil runter. Ja, hier kommen wir wieder ins Weideland. Gegenstand hat nicht genügend Ladung. Okay. Schauen wir mal. Huch, au. Dann gehen wir hier mal wieder rauf. Hallo. Ja, erkrankt muss leider weg. Schauen wir uns mal hier weiter um. Hier kommt man sogar hoch. Ja, ist gut. Ich ignoriere dich ja schon nicht hier. So. Schauen wir mal hier weiter. Hier ist ein Weg. Wir sind inzwischen auf Höhe vom Zainab-Lager. Ich glaube, auf Höhe Zainab-Lager dürfte schon zu weit sein. Das ist jetzt schon nicht mehr westlich hier. Gehen wir in die andere Richtung? Gehen wir mal einfach hier die Klippe oben entlang. Vielleicht haben wir Glück. Maybe. Aber nur maybe. Ja. Gut. Wir fliegen da mal weiter. Auf den großen, schönen Felsen hier vorne. So. Und wir sehen den Himmel. Nur da unten nicht mehr viel. Okay. Rutschen wir hier mal wieder langsam runter. Nein, natürlich nicht, sonst tue ich mir nur wieder weh. Ich kenne mich doch. So. Ich würde fast sagen, für den Fall, dass ich das jetzt so schnell nicht finden sollte. Suchen wir jetzt noch so irgendwie 2-3 Minuten. Sagte sie und fand's. Wow. Cool. Ich hatte gerade überlegt, ob ich vielleicht, damit das Gesuche nicht so ewig dauert, nachzugucken. Uiuiui. Oh Gott, das tut weh. Aber in genau dem Augenblick fand ich es einfach. Läuft. Müsste zumindest noch live sein. Das habe ich gar nicht geguckt. Und wir kümmern uns jetzt auch erstmal um das Käferchen hier. So. Aber das hier schaut zumindest so aus. Na, also. Bin ich gut oder was? Na, also. So. Dann würde ich sagen, wir. Nein. Mit Waffe draußen. Rasten bis geheilt. Wir wurden nicht angegriffen. Was sollen wir denn noch left eigentlich machen? Dwemerische Baupläne sollen wir finden. Okay. Gut. Jetzt haben wir natürlich schon sau viel Zeug in der Tasche. Dwemer-Sachen sind ja so leicht. Ne? Ups. So. Ich wollte gerade sagen, greift er mich nicht an? Au. So. Beseitigen wir einmal die Leichen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier oben um. Uiuiui, das nenne ich mal Stahlfass. Das ist
ist ja riesig. Jo. Was haben wir hier? Jetzt haben wir ernsthaft die Chroniken von Lochlef zweimal. Na gut, aber wie gesagt, das hatte ich schon eigentlich fast erwartet. Dass das Buch hier vielleicht das ein oder andere Mal liegen könnte. Na gut, hätten wir es nicht kaufen müssen. Jetzt haben wir es halt zweimal. Können wir es wieder verkaufen. So, oh, ein Geist. Hallo. Ein Zwergengeist. Es war einmal ein Zwergengeist oder so ähnlich. Kann auch mal hier einfach mal auf lokale Karte gucken. Okay, ist soweit nichts. Och moi. Oben so riesige Teile, hier unten, ja, das niedliche Teil. Okay. Oh gut, liegt ein Diamant drin. Da hat jemand Spaß gehabt, die Größen zu ändern. So. Was haben wir denn hier? Gut, das ging ja schnell. Kein Ektoplasma für mich, nein. Mal schauen. Komm, die Münzen können wir auch gleich mitnehmen. Was haben wir hier? Ja, das können... Nein! Verdammt, gut. Können wir vielleicht irgendetwas brauen? Das wäre doch super. Vor allem von den schweren Sachen würde ich gerne etwas verbrauen. Schauen wir mal. Kannst du vielleicht sogar damit? Nein, natürlich nicht. Nö. Nö. Wie Blitzschild noch irgendwo? Das ist Frostschild. Kannst du noch Lebensenergie entziehen? Blitzresistenz und Intelligenz. Okay. Mal schauen. Auch nicht. Oh, damit könnte es zusammenpassen. Naja, immerhin, wir können es wieder bewegen. Haha, da ist der Dwemer-Plan. Gut, das ist vielleicht ein bisschen zu schwer. Na, nehmen wir das mal mit. Ach, wirklich. Ich wollte gerade sagen, wie lange brauchen wir dafür jetzt? Oho. Ein dwemerischer Helm. Sonst gibt es hier eh nichts, ne? Gut. Dann können wir eigentlich schon fast, hatten wir nicht Last? Feder, 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 Feder. Das reicht doch. Ja. Zup. Gut, das reicht jetzt nicht mehr. Funktioniert das eigentlich, wenn wir noch einen zweiten trinken? Ja! Perfekt. Zup. 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 So, und jetzt können wir den Quest... Den Quest, eigentlich sogar zwei Quests abgeben. So. Oh, Mist. Gut, außer der Tatsache, dass wir ein bisschen zu schwer sind. So ein blöder Mist. Und zwar um einiges zu schwer. Ups. So, gehen wir kurz mal die Quests ab. Du... bist die Meisterin selbst. Die will das schwarze Unheil.
Ja, hier sind sie. Wir haben die Pläne gefunden und wir bekommen Gutrains Kopffüßerhelm, den wir nicht aufziehen können, weil wir anfangen. Ja, gut. Okay, wir müssen mit Meister Erzmagister Gutrain selbst reden, um jetzt von hier Aufgaben zu bekommen. Meister Nelot muss auch direkt inzwischen geben. Hier haben wir Tränke. 500 Drachen haben wir dafür bekommen. Das ist natürlich geil. Eine Dädra-Haut bringt die Häute verschiedenster Dädra-Arten. Erhält man nach von Dädras, die erst vor kurzem ins Reich des Vergessens zurückgekehrt sind, deren Körper aber noch hier verweilen. Auch Alchemisten bieten oft Dädra-Haut zum Verkauf an. Wenn ihr die Haut habt, bringt sie bitte Meister Arion in Telvos. Ist okay. Was für Haut mag, meint er? Der einzige Dädra, der Haut verliert. Sind Ich Scams. werde beobachtet. Ich spüre es. Das ist die Frage, wie machen wir das dann mit dem Ding? Glaube, das lassen wir im Moment mal kurz hier liegen und Habt ihr etwas zu sagen? verschwinden mal ganz kurz nach Hause, um Zeug aus den Taschen zu räumen. Hüst. Wirklich so, dass keine Wache merkt, dass wir unseren Harnisch nicht anhaben. Magiergilde Wolfenhalle. Und danach hast du Dädra Haut? Anis Selot. Die Alchemistin hat vermutlich welche. Ach so, das ist die Dame. Auf nach Aldrun. So. Wollt Es ist ihr mir euren eine Reichtum Ehre, eure nicht? Ich muss sagen, ich finde euch recht Auch interessant. etwas, was ich jetzt überlegt habe. Ich bekomme Ende diesen Monats, Anfang bis Mitte nächsten Monats, einen neuen Internetzugang. Eine Frage an euch. Wir haben ja die Was Möglichkeit, in wünscht der ihr? Hoffnung, es läuft. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das werde ich aber die Tage ausprobieren. Und zwar das Construction Kit. Was haltet ihr davon, wenn wir das Ganze streamen würden? Dass ihr vielleicht direkt mitreden könnt. Und wenn ihr dabei sein wollt, habt ihr einen Wunsch oder eine Idee, an welchem Wochentag es für euch denn besten funktionieren würde? Oh, ups. Sagte sie und hatte erstmal ein Problem. Ups. So. Können wir erstmal hier das ganze Zeug reinladen. Hübsch ausstatten kann man später noch. Jo. Zup, zup. Ach, das ist Kalkstein. Das ist natürlich auch sehr hübsch. Ups. Jo. Dupdi-dupdi-du. Einmal hier rein, einmal wieder raus, einmal hier rein und wieder raus. So. So, damit sind die schweren Sachen erstmal aus dem Inventar raus. Wir können hier das Ding hier wieder. Ist zu groß. Ja, ist gut. Sonstiges. Dädra Haut. Von wem bekamen wir eigentlich der? Egal, wurscht. Wir haben eine. Passt schon. Du machst Telekinese, dich brauchen wir. Du machst unsichtbar. Dich brauchen wir nicht. Infravision brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das brauchen wir. Dich brauchen wir. Festes Wasser brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dich aber mit Lebensenergie. Du kannst natürlich nichts. So. Dann kann der Rest nämlich hier rüber. So. Und da leert sich doch tatsächlich unsere Tasche langsam wieder. Die Dädra-Haut brauchen wir noch. Gut, da wir das hier für später noch brauchen.
Ne? So. Genau, das sind so Questdinger. Dann packen wir mal das hier rüber. Machen wir den größeren. Wo haben wir die eigentlich aufgegabelt? So. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Och. Ganz vielleicht. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, so eine Wasserschüssel oder so neben dem Bett. Nach so einem langen Arbeitstag. So. Schauen wir sie mal richtig hin. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht so ganz, an was sich dieses Ding da eigentlich ausrichtet. So. Wir haben eine Wasserschüssel neben dem Bett. So. Schaut doch nett aus. Packen wir mal, passt das hier rein? Alles? Inklusive Ofen? Ja, es passt alles rein. Sehr gut. Jo. Brauche ich eigentlich nicht mehr in der Hand halten. Die beiden können wir behalten. Warte, so. Einen davon können wir wegtun. Das, den können wir auch verkaufen. Und genauso den Scamp beschwören. So. Und wir haben fast wieder leere Taschen hier. Ja, wir haben hier Laternen. So. Da habe ich inzwischen aufgegeben, weil das doch ein paar viele Lampen sind. Oh, die Lampe ist sehr schön. Die stelle ich, glaube ich, lieber... So eine haben wir auch noch nicht, oder? Nö. Ich würde sagen, die stellen wir dann einfach hierher. So viel hübscher. Wenn wir sie jetzt noch richtig positioniert bekommen. Machen wir das Ding hier vielleicht... Ja gut, wird schwierig, ne? Mal gucken, ob das geht. So. Kann auch nur zwei Richtungen, oder? Bilde ich mir das ein? Scheinbar schon. Irgendwie nach rechts oder links guckt, geht nicht. Schade. Oder? Ja, doch. Nee, da dreht sich sofort. Ja, ich denke, so geht's. Irgendwie. Weil das tatsächlich mehr Sinn macht, dass wir hier was sehen und das mit dem Wasser nicht. Ja, gut. Ich habe schon wieder zu viel gedacht. So, wir können hier mal die ganzen Sachen wieder aufmachen. Was haben wir denn noch so in der Tasche? Jetzt haben wir wieder eine Kerze in der Tasche. Und die können wir kurz hier noch mit dazu stellen. Und wir haben ein paar Questgegenstände in der Tasche. Na, hier. Oh. Wirkung durch Benutzen, dafür müssen wir das Ding leider aufziehen. Tja. Und es ist nur 50 Gold wert, ne? Also Draken. Wow. Na gut. Lähmung. Mit dem Ding können wir schon fast Kurzhandwaffen lernen, würde ich sagen. Das heißt, wir nehmen die jetzt mal und lassen die einfach mal hier liegen. Zum vielleicht später üben.
Wie viel Platz haben wir jetzt wieder? Wir haben wieder ein bisschen mehr Platz. So. Wir haben auch einen Dwemer-Helm. So. Der macht sich hier oben auf dem Regal doch richtig klasse. Na, also, so. Haben wir noch irgendetwas, was wir brauchen? Ich würde sagen, nö. Wir müssen nur unseren heißgeliebten Harnisch dann wiederholen. Rasten wir mal einmal bis... Rasten bis geheilt, so. So. Und wenn ich so auf die Uhrzeit schaue und vor allem... Sonst, ich nehme mal wieder mit, dass ich das nicht vergesse. Ich würde sagen, mit diesem wundervollen Blick auf diese Gesamtheit wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.